Ja, hallo. Erkennt ihr eigentlich noch diesen Garten? Diesen Garten habe ich als Video das letzte Mal vors Jahr im Oktober oder im November gezeigt. Da habe ich ja hier nochmal den Garten komplett umgebaut vor dem Winter. Da habe ich ja hier das Hochbeet gebaut, die ganzen Beete angelegt. Hier hinten habe ich mir das Stromhäusel angelegt. Die ganzen Videos verlinke ich euch mal oben in der Infobox. Heute soll es aber nicht mal um den Garten gehen, sondern heute will ich noch den Gewinner vom letztjährigen Video auslosen. Und zwar in dem Video Schinken. Fisch als Schinken selber machen. Schinken. Fisch als Schinken selber machen. Das Video verlinke ich euch mal oben in der Infobox, wenn euch das interessiert. Und ich habe über den Roman Comment Picker natürlich den Gewinner vom letztjährigen Video ausgelost. Und der Gewinner ist 1000 Hobbys. Herzlichen Glückwunsch mit dem Kommentar. Hashtag der Selfmaker. Fünf Finger waren es dieses Mal. Super Video wie immer. Herzlichen Glückwunsch, hast alles richtig gemacht. Wie bekommst du jetzt ein Glas Honig? Ich habe in der Videobeschreibung meine E-Mail-Adresse. Über diese E-Mail-Adresse kontaktierst du mich, dann schreibe ich dir einen Zahlencode, wenn ich nicht denke, dass deine E-Mail-Adresse auch wirklich dein YouTube-Account ist. Diesen Zahlencode schreibst du mir in das jetzige Video einfach unten in die Kommentare rein. Somit erkenne ich, dass auch wirklich deine E-Mail-Adresse auch wirklich dein YouTube-Account bist und dann schickst du mir einfach per E-Mail nochmal deine Adresse zu und damit kann ich dir dann das Glas Honig zuschicken. Ich habe das jetzt nun, glaube, 6 Wochen durchgängig gemacht mit diesen Verlosen von den Honiggläsern. Ich möchte jetzt erstmal damit aufhören, weil ich zurzeit viel am, planen bin und so weiter wegen dem Online-Shop, weil mich sehr viele immer wieder jeden Tag oder wöchentlich habe ich mehrere Anfragen, ob ich ihnen was verkaufe. Ja, das kommt irgendwann. Wie gesagt, ich bin jetzt ganz groß am Plan. Das ist ja nicht so einfach, dass ich jetzt sage, ach, ich mache jetzt mal einen Online-Shop. Nein, das muss ja auch alles rechtlich abgesichert sein. Das muss alles mit dem Veterinäramt abgesichert sein, weil ich ja eben Lebensmittel verkaufe, Honig. Ich will auch Konserven, Wurstkonserven, also nicht jetzt in der Dose, sondern im Glas. Will ich verkaufen, dann Fisch und so weiter. Das muss alles ja rechtlich abgesichert sein. Ich muss wirklich auf der sicheren Seite sein mit dem Veterinäramt, mit dem Lebensmitteluntersuchungsamt. Rechtlich, es muss alles mit dem Versand abgeklärt sein. Lebensmittel kann ich ja nie einfach so mit irgendeinem Paketlieferanten losschicken und nach 3 Tagen kommt das bei euch aufgedunsen und aufgebläht an. Nein, das muss ja auch alles wirklich Hand und Fuß haben. Da bin ich auch sehr lange und viele Tage dort zu dem und dahin und der auf die Behörde und dort anmelden und dann muss ich auch die Gläser bestellen, die Kartons müssen gemacht werden, Etiketten müssen gedruckt werden, das muss ja alles schon mal vorbereitet sein. Und dann habe ich ja hier im Garten auch noch jede Menge getan. Also wie gesagt, das mit dem Online jetzt, das mit dem Online-Shop, das kommt und deswegen möchte ich auch jetzt erstmal mit diesem Verschenken von Dingen aufhören, weil ich, wie gesagt, auch noch andere Dinge nebenbei habe. Es kommen weiter die Videos Mittwoch und Sonntag regelmäßig. Es kommen jetzt jede Menge Bastelvideos, sowie auch, also nicht nur nicht basteln in der Werkstatt, so wie ihr es kennt, sondern wirklich für den Garten Dinge bauen. Ich habe ja jetzt die Erdpresstöpfe kommen, ein richtig informatives Video, das so noch nie auf YouTube gab. Wie gesagt, das kommt am Mittwoch, dann kommt am Sonntag der Pflanztisch, dann kommt die Jungpflanzenanzucht, was ich dieses Jahr alles angepflanzt habe, dann kommt die ganze Gartenvorbereitung, die Gartenplanung. Da setze ich mich mal mit der Kamera an den Laptop und plane, was wohin kommt. Und dann will ich alles noch mulchen. Da habe ich mir auch schon was vorbereitet. Das, was ihr hier seht, das gibt es auch als Video. Das habe ich auch noch nicht als Video öffentlich. Diese Hackschnitzel habe ich natürlich nicht einfach nur gekauft und den Regenwald damit gerodet. Nein, natürlich nicht. Wie ihr seht, das mit den Hackschnitzeln hier, das hat richtig gut geklappt. Das war auch eine richtige Hauruck-Aktion. Wie gesagt, das Video dazu kommt, genauso wie es mit den Wachteln weitergeht, kommen auch wöchentlich viele Kommentare. Ja, es kommen wieder Wachtelvideos. Die Leute, die auf Wurstrezepte warten, ja, es kommen auch immer wieder zwischenbei Wurstrezepte über Blutwurst, Bockwurst, Wiener, wie ich versprochen habe, die Videos kommen. Ich kann's bloß, ich kann nicht hexen. Ich habe mittlerweile auch, wie gesagt, mit dem Online-Shop so viel zu tun, nebenbei dort telefonieren, da telefonieren und das ist alles jetzt nicht so einfach. Wie gesagt, wartet ab. Mittlerweile habe ich
sehr viele Ideen in den Online-Shop und es kommt nur Selbstgemachtes mit rein. Es kommt nichts Gekauftes rein. Ich kann schon mal so weit verraten, es werden 5 oder 6 verschiedene Sorten Honig, die ich vorher geerntet habe, die kommen auf jeden Fall mit rein. Es gibt neue Gläser, es gibt neue Deckel, das komplette Rundrum wird alles neu mit meinem Logo und die Gläser werden extra nur für mich angefertigt. Da gibt es extra spezielle Deckel, aber das, wie gesagt, wenn der Online-Shop soweit steht, zeige ich euch das so. Mit Metalldeckel, kein Plastik mehr, selbst die Kartons werden aus recycelbaren Altpapier hergestellt, wirklich alles. Ich bin kein Öko, da will ich schon mal vorweg, von diesem Punkt will ich weg, aber ich bin für die Umwelt und ich bin für den Naturschutz. Deswegen verwende ich auch hier dieses Häckselzeug, alles wirklich von eigenen Bäumen, ohne viel Energie, ohne wenig Aufwand. Genauso soll das im Online-Shop werden. Es soll einfach und schnell hergestellt werden, deswegen einfach und genial und es soll so schnellst wie möglich an den Kunden, also an euch, weiterkommen. Ohne viel Sprit vergeuden, ohne irgendwelchen extra Einkaufen. Ich kaufe jetzt nicht irgendwelche Produkte ein und verkaufe die dann im Online-Shop weiter. Nein, das gibt es bei mir nicht. Bei mir wird alles selber gemacht. So wie der Kanal heißt, der Selfmaker, so soll das auch wirklich alles selber gemacht werden. Das ist der alte Bereich. Wenn ihr alte Stammzuschauer seid, dann kennt ihr diesen Bereich hier, wo ich mein Tomatenhaus hier habe, mein kleines Gewächshaus. Nur mal so zu den ganzen Hatern. Und zwar habe ich ja, wo ich diese Pyramidengewächshaus gebaut habe, haben ja viele gesagt, dieses Ding wird ja auseinanderfliegen, kaputt gehen oder sonst irgendwas. Ich sage mal eins. Dieses Gewächshaus war letztens Sturm, das hat es mir komplett auseinandergeledert. Ihr seht, da ist ein Fenster raus, da hinten, da vorne, das Ding hat es komplett auseinandergerubbt. Bei dem Ding ist gar nichts passiert. Ja? Es ist wirklich massiv und stabil. Wenn ihr das Video zu dem Gewächshaus noch nicht kennt, verlinke ich euch das mal oben in der Infobox. Ist ein wirklich richtig informatives Video, war am Anfang meiner YouTube-Zeit. Und deswegen ist das Video qualitativ nicht so hochwertig, aber der Bauplan am Ende ist ja relativ gut. Aber wie gesagt, der Ton stimmt nicht ganz und das Bild und naja, war am Ende, müsst ihr mir verzeihen, aber wie gesagt, ich will jetzt qualitativ hochwertige Videos machen. Dann werden hier auch noch in diesem Bereich wird auch noch alles gehäckselt. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, das ganze Holz zu häckseln, was ich hinten gemacht habe. Wie gesagt, da kommt ein extra Video. Das tue ich natürlich nicht selber häckseln, sondern da habe ich jemanden, der hat so eine große Häckselmaschine und da werden die ganzen Äste und Hölzel, was man nicht als Feuerholz verwenden kann, das wird klein gehäckselt und das kommt hier als Wegemulch sozusagen hin. Die Beete werden auch gemulcht, aber dazu gibt es ein extra Video. Somit komme ich auch nun zum Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Wie es im Garten weitergeht, wo ich jetzt gerade bin, in der Küche sowie auch in der Werkstatt. Es kommen richtig viele klasse Videos für den Garten, für die Anzucht, bei den Bienen, Rezepte, Wurstrezepte sowie auch alles rundherum zum selber machen. Den nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links da unten. Alles, was ich so in den ganzen Videos brauche, von den Bienen über Wurst machen bis im Garten, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich will mich verabschieden. Und bis zum nächsten Mal, sagt euer Selfmaker. Tschüss!